Heute kann man das erste Mal seit längerem wieder draußen in der Sonne Vitamin D tanken. Und womöglich ist das wichtiger, als die meisten von uns vermuten würden. Zu dieser Jahreszeit im Februar laufen laut RKI ungefähr 50% der Bevölkerung mit einem ernstzunehmenden Vitamin D-Mangel rum. Und womöglich erhöht das das Risiko, an Corona zu erkranken oder auch einen schweren Verlauf zu erleiden. Wir sind jetzt seit ungefähr einem Jahr in der Corona-Pandemie gefangen, sind seit etwa einem Jahr auch mit enormen Einschränkungen, die psychisch und finanziell belastend sind, betroffen. Und wir tragen diese Einschränkungen, weil sich gezeigt hat, dass sich das Virus nur durch gleichzeitigen Einsatz von allen möglichen Maßnahmen überhaupt kontrollieren lässt. Und in dieser Situation ist es natürlich im Interesse von uns allen, möglichst alle Maßnahmen zu kennen, einzuschätzen und auch verwenden zu können. Denn jede weitere Maßnahme könnte ein kleiner Baustein dessen sein, irgendwann die Pandemie zu besiegen. Was Vitamin D3 betrifft, ist die Ausgangslage noch nicht geklärt. Es gibt verschiedene Studien zu dem Thema. In allen zeigt sich, dass es eine starke Korrelation gibt zwischen Vitamin D-Mangel und schweren Corona-Verläufen. Daraus kann man aber noch nicht schließen, dass das die Ursache ist. Allerdings ist denkbar, dass das die Ursache ist. Wenn man jetzt bedenkt, dass Supplementierung von Vitamin D3 quasi mit keinen Risiken verbunden ist und unfassbar günstig ist, und man bedenkt, dass der Körper Vitamin D eben nicht nur aus dem Sonnenlicht bezieht, so wie ich das gerade mache, sondern auch über die Nahrung aufnehmen kann, stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, für die Dauer der Pandemie Vitamin D zumindest in begrenztem Maße zu supplementieren, um für den Fall, dass diese Korrelation wirklich eine Kausalität bedeutet, das Risiko senkt. Der National Health Service, das ist sozusagen die Gesundheitsbehörde Großbritanniens, hat schon vor längerer Zeit seinen Bürgern empfohlen, täglich 400 internationale Einheiten Vitamin D zu supplementieren. Das ist ein Dosisbereich, in dem man keinerlei Überdosierung befürchten muss, noch lange nicht. Und selbst wenn es nicht gegen Corona helfen würde, was man ja nicht weiß, ist es auf jeden Fall eine Maßnahme, die der Gesundheit zugutekommt. Deshalb stellt sich für mich die Frage, warum wir das nicht auch machen. Es ist eine sehr, sehr kleine Investition, verglichen mit allen möglichen anderen Maßnahmen, auf die wir auch weiterhin leider nicht verzichten können, ist es eine sehr, sehr günstige und vor allem nicht psychisch belastende Maßnahme. Und auch wenn wir nicht abschätzen können, ob es etwas bringt und wie viel es bringt, ist es vielleicht ein kleiner Baustein, der uns herausbringt aus der Pandemie. Das Ganze ist natürlich nicht als Ersatz für Abstand und Masken gedacht, aber angesichts der Ernsthaftigkeit der Situation, es sterben täglich Menschen daran, ist es vielleicht sinnvoll, auch auf einen kleinen Beitrag nicht zu verzichten. Deshalb plädiere ich dafür, dass wir alle oder zumindest mal die Hälfte der Bevölkerung, die von Vitamin D-Mangel betroffen ist, Vitamin D täglich supplementieren. Und deshalb möchte ich darum bitten, dass die Gesundheitsbehörden auch in Deutschland diese Maßnahme empfehlen, genau wie das in Großbritannien der Fall ist. Ich habe euch die Quellen, auf die ich das Ganze stütze, verlinkt und habe auch ein Dokument mit häufigen Fragen angehängt, das möglichst täglich aktualisiert wird. Deshalb bitte ich darum, diese Petition zu unterschreiben. Danke.